Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Termwerte berechnet, wenn man eine ganz spezielle Grundmenge hat und diese als Wertetabelle anlegt. Die Aufgabe heißt, berechne die Termwerte für die Belegung aus der Grundmenge g gleich minus 2125 und lege eine Tabelle an. Unser Term heißt t von x gleich 4x plus x². Erster Schritt ist, dass wir eine Tabelle anlegen. Also mit Hilfe des Lineals eine einfache Tabelle anlegen, kann man sich ja an den Kästchen orientieren. So, und auf der linken Seite tragen wir jetzt das x ein und auf der rechten Seite den zugehörigen Term, also 4 mal x plus x². Unter dem x tragen wir alle Elemente aus der Grundmenge ein, also minus 2. Dann haben wir noch 2 und zum Schluss noch 5. So, dann ergänzen wir noch die Tabelle, wenn sie zu klein war. So, und jetzt berechnen wir den zugehörigen Termwert. Das heißt, für x gleich minus 2 müssten wir den zugehörigen Termwert berechnen, also ersetzen wir alle Variablen x durch die Zahl minus 2. Dann heißt der Term 4 mal minus 2, Achtung, Klammer nicht vergessen, plus minus 2 hoch 2. Auch hier gilt, Klammer nicht vergessen, um negative Zahlen müssen sehr oft Klammern gesetzt werden, gerade wenn sie neben einem Rechenzeichen oder unter einer Potenz stehen. So, das kann man jetzt ausrechnen. 4 mal minus 2, mache ich noch einen Zwischenschritt mit rein. 4 mal minus 2 sind minus 8, plus und minus 2 zum Quadrat sind 4. Also kommt hier als Termwert minus 4 raus. Und das tragen wir dann drüben in die Tabelle ein. Nächster Schritt für t1. Alle Variable x durch die Zahl 1 ersetzen. 4 mal 1 plus 1 Quadrat. 4 mal 1 sind 1, plus 1 Quadrat sind 5. Also kommt hier der Termwert 5 rein. Nächster, 2 einsetzen. 4 mal 2 plus 2 Quadrat. 4 mal 2 sind 8, 2 Quadrat sind 4. 8 plus 4 sind 12. Und zu guter Letzt noch die 5 einsetzen. Also folgt daraus 4 mal 5 plus 5 Quadrat. 4 mal 5 sind 20, 5 Quadrat sind 25, 20 plus 25 sind 45. So, und dann bin ich auch schon fertig. Ich habe alle Termwerte mit der Belegung der Grundmenge ausgerechnet, sie als Tabelle dargestellt. Man kann es auch quer anordnen, dass zum Beispiel oben die Werte für x stehen und unten dann die entsprechenden Termwerte, ist aber genau das gleiche. Und dann sind wir auch schon fertig.